bedeutet? Ach du meine Güte, genau das bist du gerade. Habe ich recht? Manche Erkenntnisse werfen dich um. Andere eröffnen dir neue Wege. Dr. Cox, ich wollte Ihnen nur sagen, dass Turk im Recht war, als er meine Patienten weitervermittelt hat. Oh nein. Was dieser feige kleine Skalpellathlet hätte tun sollen, ist sich vorzustellen, wie das ist, wenn wohlmeinende Idioten über deinen Kopf hinweg entscheiden. Dann hätte er vielleicht den Mumm gehabt, das nächste Mal, wenn er ein Problem hat, mit dir zu reden, bevor er was unternimmt. Ich schaffe es einfach nicht, Privates und Berufliches zu trennen. Meine Güte, Barbie. Sieh mich an. Ich war auch nicht immer der ausgeglichene, entspannte Grinsemann, der in diesem Saftladen hier jedem ein Vorbild ist. Sowas geht nicht von heute auf morgen. Aber irgendwann lernst du deine persönlichen Probleme einfach draußen zu lassen. Und was mache ich bis dahin? Bring dein verdammtes Leben in Ordnung. Oh, und Barbie? Falls sich herumsprechen sollte, dass Onkel Cox jetzt den Kummerkasten verwaltet, wirst du dafür büßen. Und zwar richtig. Gnadenlos. Schon komisch, wenn wir gezwungen sind, uns in einem neuen Licht zu sehen. Mr. Woodbury, eine Sekunde. Gut, bitte. Wenn es noch rechtzeitig passiert. Leider können wir Sie jetzt doch noch nicht guten Gewissens entlassen. Es tut mir wirklich furchtbar leid. Und noch besser, wenn man dafür geschätzt wird. Du bösartiges kleines Monster. Sekunde, Schwester, zeigen Sie mir das Krankenblatt. Ich wüsste nicht, wieso wir Mr. Woodbury noch länger hier behalten sollten. Feiern Sie die Hochzeit Ihres Sohnes, Sir. Genießen Sie jeden Augenblick. Danke vielmals, Dr. Kelso. Bob Kelso. Vielen Dank, Bob. Ich helfe immer gern. Manchmal eröffnet einem dieses neue Licht Perspektiven, die man eigentlich immer schon geahnt hat. Irgendwie wird das Tag für Tag schlimmer. Was ist das denn? Ach, nichts. Ich hatte Lust, dir was Gutes zu tun. Das ist ja schön. Es ist schön, weil es der Anfang von etwas ist. Ich kann das nicht. Gut, weniger Zunge. Nein, das hier. Naja, Sexfreunde. Dr. Cox und ich haben uns unterhalten und mein Leben ist so durcheinander. Ich weiß gar nicht mehr, wo oben oder unten ist, verstehst du? Und ich kenne mich gut genug. Wenn wir so weitermachen, kann ich Sex und Gefühle nicht mehr voneinander trennen und wir fangen wieder richtig was an. Und das will doch keiner von uns, oder? Also ich jedenfalls nicht. Ich will's auch nicht. Und was machen wir jetzt? Tell her not to go. Das ist nicht weiter schwierig. Du holst dein Zeug aus unserem Zimmer und schläfst auf der Couch. Okay. Tell her something in my mind freezes up from time to time. Tell her nothing if not this. All I want to do is kiss her. Tell her not to go. Tell her something in my mind freezes up from time to time.